Herzlich willkommen bei Backpacker's Guide to the World. Heute geht es per Zug zum Hakone Nationalpark westlich von Tokio. Bereits bei der Hinfahrt kann man den Fuji aus dem Fenster des Zuges sehen. Ich bin mit dem Odakyu Free Pass unterwegs. Das ist ein Pass, der sämtlichen Transport in dem Hakone Area abdeckt. Und daher brauche ich mir auch keine Sorgen zu machen, mit was ich wann genau fahre. Der erste steile Teil wird per Bergbahn zurückgelegt mit einem Zug, der sogar Serpentinen fahren kann. Das gelegentliche Aussteigen lohnt sich, denn man kann beispielsweise schöne Wasserfälle entdecken. Anschließend geht es etwas höher per Standseilbahn. Das Zeichen, was man in den Bergen gegenüber entdecken kann, ist das japanische Kanji für groß. Nun kommt der schönste Teil des Ausflugs, denn es geht per Seilbahn durch das vulkanische Gebiet. Die vulkanische Aktivität ist deutlich zu spüren und zu riechen und es gibt allerhand zu entdecken. Es brodelt und dampft überall und es gibt viele heiße Quellen zu sehen und sogar etwas zu essen. Ich dachte, ich bin mal mutig und esse eins von diesen schwarzen Eiern. Ich habe es eben schon angeschlagen. Ja, ich muss es einfach so. Also wie man sieht, ist es innen ganz weiß und man bekommt so ein Päckchen Salz dazu. Okay, nach einer kurzen Salzpause geht's weiter. Das Ei riecht eigentlich ganz normal. Ich probiere es erstmal so. Schmeckt wie ein normales Ei, wobei es interessanter Nachgeschmack hat. Aber es ist keinesfalls irgendwie widerlich oder so. Leider war Mount Fuji zu dieser Zeit sehr häufig in Wolken gehüllt, doch nach ein wenig Geduld hat er sich dann doch noch gezeigt. Vor allen Dingen bei der Fahrt hinunter zu mit der Seilbahn zum sogenannten Ashisee. Man kann von weitem auch schon die Boote sehen und das Coole ist, dass sogar diese Boote im Free Pass von Odakyu enthalten sind. Hier ist auch nochmal der letzte schöne Blick auf Mount Fuji. Das Boot fährt bis zur Stadt Hakonemachi. Dort kann man entweder in einem Onsen entspannen oder sich einen schönen Waldschrein anschauen. Da ich jedoch in der Nähe wohne, habe ich das mit dem Onsen mal sein lassen und bin nach Hause gefahren.